Seid ihr herzlich willkommen. Ein Wochenorakel bis 22. Mai. Hier sehen wir die Liebe, eine Annäherung, Glück in die Liebe, Partnerschaft. Diese Karte kann symbolisch auch ein Vertrag auch bedeuten. Das kann ein Kaufvertrag sein oder Mietvertrag oder Arbeitsvertrag. Und hier neben diesem Vertrag erscheint diese Königin und überreicht diesem goldenen Taler. Hat mit Finanzen was zu tun oder indirekt mit deiner Arbeit was zu tun. Aber wenn das wirklich um die Liebe Partnerschaft geht, dann bedeutet diese Münze die Wertschätzung, außerdem die Erde-Element, die Realität. Und was ist die Realität? Das ist diese Bewegung, das kann Veränderung sein oder Reisen, entweder im Süden oder ein Urlaub im Sommermonaten. Und das wird finanziert und das ist auch erreichbar. Dein Herzensmann sitzt auf diesem Thron. Wenn du eine Dame bist, dann sitzt du auch hier in diesem Thron. Ihr schaut euch an, aber ihr habt beide diese Warteposition, die Erwartungen. Er möchte, dass du meldest, du bist geduldig und möchtest, dass er von seinen Gefühlen spricht. Und das wird er auch tun, weil in seiner Hand dieser Kelch symbolisiert seinen Gefühlen. Aber was ist im Hintergrund? Hier erscheinen die Mäusen. Und im Kartenlegen sagen wir, dort wo die Mäuse sind, die fressen etwas auf und dann ist das nicht mehr da. Die Mäuse können diese Kraft entfernen und dann bedeutet, das nächste Woche fühlt euch müde oder kraftlos. Was die Mäuse hier noch entfernen können, das ist diese Schlange im Hintergrund und symbolisiert eine Frau. Sie beobachtet ihn. Sie ist neugierig und will wissen, was bedeutet er, welche Richtung möchte er gehen. Aber zum Glück können die Mäuse diese Frau auch entfernen. Wo die Mäuse noch helfen, bei diesen Streitigkeiten, weil die Mäuse entfernen diese Karte auch. Und diese Sense hilft dabei, diese Streitigkeiten, das geht dann zum Ende. Nicht nur dieser Streit wird hier beendet, sondern auch der Rückzug wird auch beendet, weil die Mäuse können diesen Rückzug auch entfernen, genauso wie diese Sense trennt auch. Dann hat er diese Haltung und beherrscht seinen Gedanken, beherrscht seinen Gefühlen, sein Leben und endlich kommt hier diese Bewegung und hier die Kinder symbolisieren dann diesen Neuanfang. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.